Servus beim Oberbank Treasury Market Flash. Nach dem Ende der hochsommerlichen Temperaturen können wir uns wieder verstärkt den anstehenden Zinsentscheidungen in der Eurozone und in den USA widmen. Die EZB trifft sich und wird, so erwartet es die Mehrheit der Marktteilnehmer, die Zinsen um ein weiteres 0,25% senken. Zusätzlich wird dieses Mal auch die Differenz zwischen den beiden Leitzinssätzen von aktuell einem halben Prozent auf 0,15% verringert, was eine zusätzliche Senkung von 0,35% bedeutet. Zugegeben, das klingt etwas technisch, das Ganze verbilligt allerdings das Geld im Markt und sollte damit mittelfristig die Wirtschaft unterstützen. Noch ein kurzer Blick in die USA. Nächste Woche stehen dort ebenfalls Zinsentscheidungen an. Auch hier könnte es zu einem 0,25% Senkung kommen. Die Unsicherheit, ob und in welcher Höhe gesenkt wird, ist aber da noch deutlich größer als bei uns in der Eurozone. Damit würden auch die USA den Senkungspfad beschreiten und auf die zuletzt doch schwächeren Wirtschaftsdaten reagieren. Eine schöne Woche und eine etwas kühlere Woche. Ihr Günther Süß.